Hallo. Das ist mein Leichtgewichts-Setup. Ich brauche gleich mal einen Schluck Wasser. Ich muss den Rucksack absetzen. Insofern zeige ich euch ein bisschen den Inhalt des Rucksacks. So, jetzt kommt aus meiner Affenrolle die Decke da drauf. Zum Glück hat es aufgehört zu regnen. Und der Herbstwald, der sieht sehr schön aus. Wie es da liegt, unter 5,5 Kilo. Also wenn ich noch ein Kilo Nahrung dazu rechne, dann habe ich also inklusive Wasser 1,5 Liter und Nahrung 6,5 Kilo, wo ich da. Also, in diesem Sinne, bis gleich. So, was hatte ich jetzt also alles in dem Rucksack drinne? Ich habe 1,5 Liter Wasser. Das weiß ich noch, dass das 1590 Gramm sind. Paracord, 2x20 Meter, 89 Gramm. Die Schnur weiß ich nicht mehr, 130, das sind 20 Meter, sehr dicke Schnur. Die gleiche Schnur habe ich hier verwendet in meinem planen Setup für als eine Hängematte kann man sie nutzen, man kann sie auch als Plane benutzen. Dann stellvertretend für meine Kameraausrüstung habe ich jetzt nur die Tasche hier liegen, das Set, mein Neckknife und das Udo Poco CKC Kylie Messer. Rechts mit etwas extra Paracord, einer Nadel und einer 9 cm Klinge. Im Bereich Küche habe ich einen alten Jeansfetzen als Lappenhandtuch und um meinen Kochtopf quasi rußsicher einzuwickeln. Das ist die Küche, die werde ich gesondert vorstellen. Meine Leichtgewichtsküche für eine 3-Tagestour reicht die Dicke aus. Teil der Küche ist dann auch, was nur nicht da reinpasst, das Alubesteck. Und hier habe ich ein ehemaliges Kühlerdichtigkeitskanister, der ist wirklich dicht. Da kann man sich draufstellen wahrscheinlich. Und da habe ich Spiritus reingepackt, also 125 ml Spiritus. Eine Stirnlampe. Wenn ich im Verkehr bin, müsste ich diese Lampe vielleicht benutzen. Ersatzbatterien, die sowohl in die Stirnlampe als auch in das Rücklicht passen. Ein Dieselhandschuh. So, in meinem Survival Kit, das in dieser, ja sag ich mal, ehemaligen Esprit-Urdose ist, habe ich ein Kleenex-Tuch, was mit Öl getränkt ist. Und da das Lepus Pizzamesser, was aber sehr gut zum Slicen benutzt werden kann, weil ich wirklich dann als Gemüsemesser nehme, während ich bei den anderen Messern nicht so drauf achte. Feuerstahl, nochmal 40 Meter Schnur, Kompass, Notpfeife, Kienspan, Birkenrinde, Streichhölzer, Wachs als Kerze gemacht mit einem Wattebausch, wenn man mal Damen in Begleitung hat und was passiert, nochmal Kerze, Zunderschwamm, hier ist noch Traubenzucker mit drin. Das Ganze wird hier zusammengehalten mit einem Ranger Band. Das ist zurzeit mein EDC-Messer, das Lenski World Legal Knife, designed by Williamson mit 440C Klinge. So, wenn ich das nicht nehmen würde und Gewicht sparen würde und Funktionalität mehr nehmen würde, dann würde ich das Walter
Classic Military Knife nehmen, wo auch die Säge mit dran ist. Dann habe ich noch nicht gesagt, das erste Mini-Hilf-Set von Busch Sani. Da habe ich, das habe ich noch aufgestockt, auch nochmal mit Traubenzucker, Magnesium und mit Beruhigungstabletten auf Baldrian-Basis. Ich habe hier wassergeschützt meine kleine Bibel, Ersatzsocken. In dieser Bibeltasche habe ich auch noch Notizblock, einen Extrastift, Post-it-Stickers, zwei Stifte, einmal in dem System. Das ist sehr leicht, funktioniert gut, kann man aber auch abschrauben und als Blasrohr benutzen, wenn man irgendwie effizient dann weiter weg vom Feuer anblasen will. Nochmal in Wachs getränkte Wattepad, einen USB-Stick mit den wichtigsten Dokumenten drauf. So, hier habe ich meine Hygiene-Setup, sag ich mal, also in einer ehemaligen Zigarren-Aluhülse, die Zahnbürste kann auch gut verschlossen werden, doppelt als Gefäß, wenn man jetzt irgendwie was anderes zum Beispiel in die Erde rein und Öl rein und doch, dann hat man eine Kerze, die man auch als Brenner benutzen kann. Hier habe ich noch Mini-Zahnpaste, das reicht mir für 3 Wochen. 2 Meter Klopapier, das reicht mir nicht für 3 Wochen. Aber wenn es mal schneller gehen muss, als dass man sich Blätter zusammensucht, Ohrstöpsel. Ich habe hier drinnen noch Seife. Das vom Klappern durch ein Rubberband, ein Rangerband gehalten wird. Und mein Bushcraft Baumtisch Schreibunterlage. So sieht das Gestell aus, das ich jetzt gebaut habe. Einfach wieder 2 alte, umgefallene kleinere Bäume. Da drauf dickere Stäbe quer, dann wieder dünnere längs und dann wieder dünnere. Und das kann man in 1 Stunde aus dem Leichtgewicht-Setup machen. Bei gutem Wetter benutzt man die Plane als einfache Hängematte. Bei schlechtem Wetter wie jetzt und wo alles nass ist, muss man sich eben schnell mal ein Trepperbett, minimalistisches Trepperbett bauen. Danke, dass ihr mitgekommen seid. Also, in diesem Sinne, vielen Dank für euren Input, eure Geduld und ich freue mich, euch wieder hier auf YouTube zu sehen. Und tschüss!